Hallo Leute, ich zeige euch heute, wie ihr bei eurem HomePod die iOS-Version auslesen könnt, sowie wie ihr die iOS-Version aktualisieren, beziehungsweise ja, die iOS-Version aktualisieren könnt, beziehungsweise automatische Updates für den HomePod, in Anführungszeichen HomePod Mini, aktivieren könnt. Wir fangen an. Wir gehen zunächst in die Home-App. Dann haben wir hier unseren HomePod, da gehen wir schon mal kurz drauf mit länger drücken. Dann sieht man natürlich die normale Musik, die man hat, aber in dem Fall scroll ich runter bis ganz unten und hier unten habt ihr direkt Hersteller, Seriennummer, Modellnummer, WLAN-Adresse, also MAC-Adresse und unten steht die Version. Das heißt, hier ist aktuell 14.5 drauf, das heißt, es hat sich automatisch aktualisiert durch das iOS-Update auf dem iPhone. Genau, dann gehen wir hier einmal auf X und jetzt gehen wir einmal auf das Haus und gehen auf Einstellung des Zuhauses, scrollen runter und bekommen hier den Bereich Software-Update angezeigt, HomePod in dem Fall. Ich habe mal einfach nur HomePod genannt, also ich habe den jetzt nicht umbenannt. Einmal reingehen und hier seht ihr aktuellster Stand und der Haken für automatische Updates ist an. Das heißt, ihr könnt auch einfach den Haken reinmachen und dann müsst ihr euch nicht um die Updates kümmern, was sehr umständlich ist, wenn ihr da dran rumbastelt. Genau. Ja, das war's schon gewesen. Bei Fragen unten in die Kommentare von Daumen hoch und Freund. Dankeschön.